Herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, es ist soweit. Wir werden in Kriegsrat einmarschieren. Oder in Kriegsrat einberufen. Um endlich die Bresche zu schließen. Hoffen wir mal. Gucken wir mal. So, los. Erstmal, wir können Inquisitionsboni holen. Was holen wir denn da? Kenntnis der Unterwelt. Machers-Methode. Von einer osianischen Schwertmeisterin entwickelte Methodik, die von Kervalschen genutzt wird, um ihre Leistung im Kampf zu analysieren. Erhöht die bei der Animierung von Gegnern erworbenen. Das ist schon mal nicht schlecht. Geheimnisse. Perfekte Stechklinge. Umfasst die Studien zeigen, gewährt bei jedem Ernte. Ja, das brauchen wir nicht. Adlerauge gewährt eine deutliche Erhöhung der Entdeckungsreichweite bei Suchfunktionen. Erweiterte Studien gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus von 50% für jede untersuchten Gegner, der auch rückwirkend bereits abgeschlossen und ist auch nicht schlecht. Erfahrener Kräuterkundler. Aha. Dann Beziehungen. Gewährt 50% mehr EP für jeden. Was eine... die am besten zu nutzen... Öffnet die Dialogoption in Bezug auf Adel. Aha. Dank einiger Bekanntschaften in den richtigen Positionen und eines sorgsam aufgebauten Rufes bezahlen Händler... Aha. Eine Hand wäscht die andere. Zahlreiche 10% auf Waren. Seltene Bestände. Okay. Inquisition... gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus. Antivische. Was ist das? Ein paar Worte gegenüber den Freunden der Inquisition im Norden genügen, damit ihre Truppen auf Einsätzen mehr Gegenstände bei sich tragen können. Stahlmeister Dennett, Hammer. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind die Teile, die wir haben, dadurch, dass wir die Emissäre freigeschaltet haben. Stahlmeister bringt sein gewaltiges Wissen über die. Ah, ja. Jetzt macht das Sinn. So, ich würde mal sagen, wir nehmen Arcanes Wissen. Auf eine neue Dialogoption in Bezug auf das Nichts und Arcane Studien. Weil wenn wir uns... Achso, wir haben ja noch eine. Das haben wir schon geholt. Haha. Erweiterte Studien. Gewährt einen zusätzlichen EP-Bonus für 50% für jeden untersuchten Gegner, der auch rückwärts... Ja, holen wir das. So, weil wir werden jetzt natürlich... Ach nee, ich muss ja noch eine Quest angeben. Jetzt habe ich nur den die Boni verteilt. Aber das ist natürlich nicht schlecht. Jetzt haben wir einen kleinen EP-Bonus rückwirkend bekommen. Und wir werden garantiert neue Gegner und so weiter. Jetzt werden wir in die Bresche losstürmen bekommen. Das heißt also, das ist auch nicht schlecht. Gehen wir erstmal nach Oles. Da haben wir eine Quest. Bericht bereit. Über die Nachfolge in Lütz entschieden. Commander Cullen, mein Gemahl hat mich wissen lassen, dass ich es dem Ergreifen der Soldaten eurer Inquisition zu verdanken habe, dass meine Kutsche vor kurzem nicht Opfer eines Banditenüberfalls wurde. Die Straßen sind dieser Tage tatsächlich gefährlich, weshalb ich als Herzogin von Lütz mein Bestes geben werde, um sie sicherer zu machen. So, ja. Bitte richtet allen jeden meinen Dank aus, die mitgeholfen haben, in diesen schwierigen Zeiten für meine Sicherheit zu sorgen. Hochachtungsvoll, Herzogin Kaliana von oder so irgendwie. Wir haben eine Ahnenklinge bekommen. Yeah. Okay. Dann haben wir hier noch was. Pflicht oder Wahrheit? Der Celsiussee. Eine Statue. Eine Seite. Entschuldigung, ich kann echt nicht mehr lesen. Eine Seite aus. Die Reise eines Scholaren der Kirche liegt auf dem Tisch. Die folgende Passage ist eingekreist. Das Gebiet zwischen Celestiensee und dem Ufern des Wachen Meeres wird als die Kernlande bezeichnet. Eine Gegend der Weinberge und prunkvollen Marmorgutshäuser, die von den Bewohnern als Landhäuser bezeichnet werden. Man sagt oft, das Herz von Orlais sei mit Gold überzogen. Da scheint es nur treffend, dass das Herz des Landes vielleicht der reichste Ort außerhalb von Val Royal ist. Royax, wie auch immer. Unter einer Notiz hinzugefügt, Comet de Mourir und Marquis, beide werfen mit Geld um sich. Wen verfolgen wir?
So, wir haben nun, Seliana, wir haben nun einen Spion in der Nähe von Quatermass und können sein Gutshaus jederzeit infiltrieren, oder? Der Komoot ist ein entfernter Verwandter der Kaiserin. Wir sollten zunächst mit ihm sprechen. Wir sprechen erstmal mit dem entfernten Verwandten der Kaiserin. Fangen wir So. an. Dann haben wir hier oben noch eine Sache. Die Universität von Orlais. An die Anführer der Inquisition. Der Tod derart vieler aufrechter Seelen beim Tempel der heiligen Asche ist eine Tragödie, die nun in dem Wahnsinn einer Fortsetzung findet, der das Rennen um die Nachfolge der göttlichen Justinia bekleidet. Und leider muss dabei die Universität von Orlais allzu häufig als Sündenbock für tatsächliche oder vermeintliche Untaten herhalten. Angesichts eurer jüngsten Einschüchterungen dieser Klerikerin hofft die Universität, ihr könnt womöglich auch uns von ihren Verpflichtungen, Verunglimpfungen schützen. Eine derartige Zusammenarbeit würde sich für uns beide als vorteilhaft erweisen. Wir besitzen Erkenntnisse, sowohl auf dem Gebiet der Magie als auch weltlicher Dinge, die wir im Gegenzug für eure Hilfe in derart schweren Zeiten mit Freuden mit euch teilen würden. Wir könnten die Universität mit dem bewaffnen, was ihr am meisten liegt, Informationen. Gebt ihr Munition gegen jeden, der etwas gegen sie sagt, dann werden ihre Angriffe mit Sicherheit aufhören. Oder ein paar bei der Universität stationierte Soldaten, verbündet mit einigen Söldnern, sollten unsere Unterstützung deutlich genug zum Ausdruck bringen, um weitere Angriffe durch die Kirche zu verhindern. Ich werde hier Dann wollen wir doch bringe helfen. Ihnen bei, wie man sich selbst verteidigt. So, dann haben wir hier noch was. Das ist beschäftigt. Verellen. Geld beschaffen. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Ein Teil des Gewinns wird an euch weitergereicht. Nutzt ihn weise, Herold. 101, yeah. Okay, dann haben wir hier noch. Auf dem Meer überwachen. Knallhart in der Oberstadt Verix. Das haben wir abgeschlossen. Meine liebe Liana, euer schreibender Freund ist ein wahres Mysterium. Wir sind bei unserer Nachforschung auf eine Reihe ausländischer Konten gestoßen. Also, das hatten wir ja schon mal. Verfügbar. Eine Anfrage aus Hasmal beantworten. Kommandant Kallen, ich verstehe, dass die Inquisition mit den Magiern von Radcliffe zusammenarbeitet. Aber ich bin überrascht, dass jemand aus Kirkwall ein Arrangement mit ihnen eingeht. Aber es bringt euch in die Lage, uns helfen zu können. Der Zirkel von Hasmal hat durch die Aufstände schweren Schaden erlitten. Anstatt dem Lordsucher zu folgen, haben viele unserer Templer beschlossen, zu bleiben und sich mit den Folgen des Aufstandes zu befassen. Aber unsere Ressourcen sind begrenzt. Außerdem haben wir loyale Magier bei uns. Die Bevölkerung von Hasmal würde sie liebend gern den Wölfen zum Fraß vorwerfen, obwohl sie nichts mit dem Aufstand zu tun hatten. Ich fürchte, wir werden sie nicht beschützen können. Ich hoffe auf eure Unterstützung und bitte euch ergebens, unsere Schützlinge in den Schoß der Inquisition zu holen. Ja, natürlich, gerne. Wir haben selbst einige Templer. Die Templer von Hasmal arbeiten sicher gerne mit ihnen zusammen. Sie können sicheres Geleit für die Magier gewährleisten. Macht das. Machen wir uns an die Arbeit. So, mehr Templer, immer gut. Okay, dann geht es mal hier Richtung Bresche. Es möge brennen in deinem Herzen. Arbeitet mit den neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Bresche anzugreifen und sie ein für alle Mal zu schließen. Empfohlen Stufe 8 bis 11, ja, passt Die besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Ja. Entweder gibt's Game Over und das Spiel ist vorbei, dann war es ein relativ kurzes Let's Play mit immerhin über 30 Folgen. Oder das Spiel beginnt erst richtig jetzt. Kann auch sein. So, wir nehmen mal. Ich würde sagen, wir nehmen Solas mit. Einfach deshalb, weil er mit dem Nichts am meisten Ahnung hat. Dann Cassandra und natürlich, wir brauchen einen Schurken. Wir haben momentan nur den einen Schurken, deshalb bestätigen. Die alte Clique. Es hat Magier! begonnen. Fokussiert am Herold vorbei. Stärkt ihren Willen.
Irgendwas sagt mir, das ging gerade nach hinten los. Hallo? Bin ich noch da oder bin ich schon ein Häufchen Elend? Ihr habt es geschafft. Ja, yeah, Spiel vorbei, Game over, wir haben es geschafft. Super. Ja, okay, das hätte ich natürlich auch noch in der letzten Folge machen können, wenn das alles gewesen wäre. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Spektakuläres. Eine Schlacht oder so. Also ich weiß, es gibt da den Trailer, die Bresche, da kämpfen die alle ringsherum und... Aber anscheinend... war das jetzt doch etwas... etwas unspektakulär so. Yeah, ich halte meinen Arm dahin. Fokussiert an ihr vorbei. Warum muss die da überhaupt jemand mitnehmen? Das hätte ich auch im Alleingang machen können. Naja, vielleicht kommt da ja noch was. Ladebildschirm. Was sonst? Hallo, lädst du? Ich meine, ich habe auch Warwick mitgenommen, den habe ich nicht mal gesehen. Ah. Ein aufploppendes Haus. Ah, und unser Parkett. Haha. Saulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Hossa! Euer Heldenmut ist in aller Munde. Das war unser aller Werk. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Oh oh. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Jetzt kommen wahrscheinlich die Templer. Und rächen sich. Was zum... Wir müssen zu den Toren! Ich wusste, es war zu einfach. Stück für Stück, begib dich zu den Toren. Das verheißt nichts Gutes. Wahrscheinlich sind es die Templer, die jetzt kommen. Und wenn wir uns für die Magier Templer entschieden hätten, wären es die Magier. Gehorsamst, eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Oh oh. Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Wer seid denn ihr? Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern, indem er blindlings angreift? Die Roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier genannt. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Ah, ja, klar, die Templer... Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Cullen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas. Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht für euer Leben!
für uns alle! Okay, ihr hört es vielleicht im Hintergrund. Ich muss jetzt hier eine kleine Pause machen, weil bei mir ist schon wieder der Feueralarm losgegangen. Deshalb, wir sehen uns, sobald der Feueralarm zu Ende ist. Könnte etwas dauern. Macht's gut, danke, dass ihr zugehört habt und zugeschaut habt. Ciao, ciao!